müsste der Motor gebrochen werden. Boah, ist das kalt, ey. Warte. Warum ist er jetzt, warum ist er da jetzt drin? Komm mal raus! Komm mal raus da! Stelle 1 mit der Maschine! Mein Fahrer hat einen Knall! Kann ich einen neuen haben? Sicht 100 Meter nach Norden der Straße entlang auf Ortschaft zu. Ich melde mich dann, sobald wir in Angriffsposition. Wiesel Ende. Wiesel Enterprise. Das ist Richtung Norden. Was ist Richtung Norden? Stadt. Auch. Unter anderem. Aber die Straße hier zum Beispiel führt direkt in die Stadt rein, wo auch die Infanterie rein wird. Okay. Infanterie rückt jetzt übrigens gerade von A3 auf die letzten paar Meter vor, also setzen den Panzer jetzt mal wirklich auf die Straße hoch. Wir checken jetzt das Gebiet Richtung 040 nochmal aus, ob wir irgendwas sehen in der Höhe hier. Weil alles rechtzeitig der Straße hier jetzt. Verstanden. Dann ja. Das ist der Bunker, der ist auch definitiv besetzt, das kann ich sagen. Ich frag mich ja, wo die rumhanseln. Ach, da hinten sind die. Jetzt auf... Nee. 330 Grad. Marschieren da gemütlich auf die Station. Fleischwolf. Du siehst da jetzt auf jeden Fall Leute in der Bunkerstellung, ja? Jawohl. Wiesel für Tiger kommen. Wiesel hört. Laut unserer Sicht marschieren sie gerade gemütlich auf der Bunkerstellung besetzt zu. Sollen wir die bekämpfen? Kommen. Ich begebe sie durch. Warte. Unsere Jungs. Noch ein bisschen weiter links. Ja, hab ich. Vorher frei. Hau rein. Jesus, ich geh unter Luke, ich bin sowas von toll. ich war gerade auch Oberluke. Darf ich? Ja, ne? Hä? Vielleicht. Darf ich was? Ja, knallt da vorne und mach mit dem MG mal ein bisschen was nach. Lade Panzermarder Straßenmach 20 vor. Dass das hier drin auch so scheiße blenden muss bei dieser Dreckschneekacke. Ein Königreich für Ohrstöpsel. Ja, und das sollte abgeschaltet sein. Rechts ist jetzt die Erhöhung. Da war, ja, weiterer Feind in... Okay, nevermind. Stellung. Das sollte reichen. Dann Panzer weiter vorwärts, Marsch. Tiger, hier Wiesel, für die Information, Panzergranate jetzt auf Bunker
vor, achten Sie dann entsprechend auf Feuer. Achtung, links. Achso, du hörst damit, oder? Ja. Gut. Sieger ist aufgenommen. Wieso Ende? Muss das der Ortschaft, oder? Ja, kein Plan, aber ich sehe unsere Jungs noch gar nicht. Ist auch egal, jetzt wird es gleich wahrscheinlich rechts ein bisschen heißer werden, wenn wir hier oben am Hügel sind. Ich glaube, ich sehe ein bisschen was von der Stadt auch schon. Ja, ich auch. Das sollte reichen. Ja, wir haben keine gute Position. Wir bleiben jetzt erstmal Infanterie gerade vorne auf dem Bunker vor. Voraus, nichts zu erkennen. Die kriegen jetzt schon immer noch Feuer von dem Bunker. Halt doch mal mit dem MG nochmal rein. Okay. Okay, lass uns drauf zu, vor einstellen. Dann Kanone jetzt wieder rechts, Panzer vorwärts marsch. Die werden jetzt wahrscheinlich gleich die Straße überspringen. Wenn die das tun, auf jeden Fall vermeiden, über die Köpfe von den Jungs rüber zu ballern. Ja. Weitere Bunkerstellung erkannt. Auf 07. Oh ja. Reinrasieren. Geht das Haus. Achtung, gut, Achtung. Ja, dann auch einen Schritt nach vorne. Wir stehen gerade schräg an der Partie dran. Die Richtung noch vor. Oh, Alter! Ich hab gerade die Orientierung verloren wegen der Ratte. Warte mal. Links, links, ja, links, 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 links. Oh, 07. Warte mal, da hab ich mich gar nicht gedreht. Da ist Infanterie rechts weiter unten am Stadtrand. Erster Compound rechts außen. An. Sehr schön bekämpft. Ich hab da noch ein Haus einstürzen sehen. Schmittler, Stellungswechsel 20 links. Endlich mal ein taktischer Befehl. Ich
Hier diese Information, wir rücken jetzt vom Bunker weg Richtung Bereich 1. Wiederhole, jetzt in Bereich 1 ein. Mach 30 draus. Also verstanden, für einen Stellungswechsel durch, haben dann wieder Overwatch. Kommen. Was, der Winkel? Ja, ich bestätige. Nochmal drüber. Übernehmen Sicherung, Überwachung. Ja, sieht gut aus. Ja, passt. Warte mal kurz. Achtung. Pfeiler hat dich persönlich genervt, der muss weg. Haben auf jeden Fall jetzt unsere Jungs linksseitig im ersten Compound. Entschuldigung, bitte was? Wohin schießen die Jungs denn? Links hinter und sollen uns das Kamera nicht benutzen. Also irgendwo in die Stadt rein. Haben jetzt aber keine Sicht drauf. Da vorne ist die T-Kreuzung, also alles was vor uns ist, ist sozusagen ein einziger Sektor. Den werden jetzt mal sichern und dann geht's weiter in die Stadt rein. Das decken wir jetzt vorerst mal. Tiger, hier Wiesel 3-0, komm. Tiger, was? Wir haben Kontakte Nordwesten, andere Straßenseite. Prüfen Sie, ob Sie dort eventuell verlegen und bekämpfen können. Komm. Kontakte in Nordwesten werden prüfen, diese. Ja, sich zu bekommen. Komm. Wo ist Nordwesten? Moment. Ich bestätige Wieselende. Panzer ausrichten, 330. Marsch. Tiger, hier Wiesel, Norden, Hauptstadt, Feinde am Rechtshaus. Ja, Panzer 030, neue Ausrichtung Richtung Norden. Jemand hier in Feindposition auf Hauptstadt mit drauf. Okay, so wird das nächste Mal. Panzer halt, Panzer rückt jetzt auf die Straße hoch. Korrekt? Ja, wir fahren aber die Straße entlang jetzt hier, damit wir Sicht haben ordentlich auch noch. Ja, nicht ja. Durch, nein, nicht durch den Vorhof hier. Rechts. Ja, ich habe ihn gesehen. Chill mal deine DNS. Ich möchte aber auch, dass der Schütze was sieht. Ja, ich will so der Panzer wackelt sich erstmal. Ja, Panzer halt. Sind das Feinde, die hier? Ja, ran dann hier da rein. Liegt da noch einer auf der Straße? Ah, danach. An der Straßenseite oder was? Moment mal, ich glaube, der ist tot, nevermind. Ja, keine Sicht mehr. Nochmal drehen um 180. Oder ist da nichts mehr? Da eher was. Ich bekomme zumindest keinen Beschuss rein gerade. Okay. Irgendwo da links ist noch einer, aber das ist auch unser Infanterie. Achtung. Wir sind jetzt an der Villa oder an dem größeren Gebäude hier. Wollte ich vielleicht mal reinschießen? Nein. Das machen wir mit dem großen Panzer sicher nicht. Ups, jetzt hat sich ein Schuss gelöst. Panzer rückwärtsmarsch. Thank you.
vorwärts. Okay, Panzer halt, Schütze, Richtung 340 mal checken. Jetzt sind wir halt vor dem Gebäude, aber ist okay. Keine Sicht, ich wollte mich hinter den Bauer auf 340 stellen hier. Ja, wir haben aber von hier unten wieder keine Sicht. Jedoch von der Straße oben schon. Ach, da kein Problem, dann machen wir das. Okay, erstmal Panzer halten und Schütze checkt jetzt mal ganz kurz einfach Richtung Norden ab, was der da sieht zwischen den Ballinien. Dann verlegen wir nochmal. 340 oder 000? Alles jetzt nördlich von uns. Scannen das mal einfach mal. Ah, fein. Sind das eigene Teile da auf? Nein, so weit draußen sind keine eigenen Teile. Oder kann die beiden dann im Haus und kommt die weg? Andere ist eine Vogelscheuche. Okay, auch gut. War nur einer. Aus keiner Sicht auf Feind. Explodiert ja eigentlich die ganze Zeit. Das sind die Bomber. Man hört die zwar nicht fliegen, aber man hört die an Bomben. Nope. Auf Feind. Freund, Feinderkennung ist natürlich jetzt hier Krebs, aber irgendwo ist da vorne was. Ja, links in eigene, links in eigenem Vorhof. Ja, gesehen. Gerade im Auto nur gegangen. Kleiner Vorschlag, wir fahren kurz vor 50, fahren links einmal den Zaun platt, die Ecke und wieder zurück. Go, finde ich gut. Der Scharfsinn in der Ebenbahn müsste da jetzt auch weg sein. Ist da gerade der P51 überflogen am Arsch. Ah ja, links. Wie sind die Tiger kommen? Links mit der Schanze wieder vor. Danke für uns, aktuell relativ undurchsichtig. Wir befinden uns jetzt auf Kreuzung aus Richtung Norden. Aktueller Feind kommt. Funker selber kam im Großbereich, keine weiteren Rückwärts, rückwärts. In einer, was? Einer Minute bei ihm kommen. So, 7-6, Infanterie in Querbewegung. Die an der alten Bunker, oh Gott, warte, ich richte aus. Voraus jetzt Bunkerstellung. Dort Infanterie, voraus, Richtung 279 Schütze, Infanterie. Auf Freifläche erkannt. Oh, weit weg. Gute Sorge. Weit weg erkannt. Boah. Warte mal, da habe ich noch was. Bitte den letzten Funkspruch wiederholen. Ich sagte, ich war auf Ostsee am Ostern mit einem Plan über sie. Wie viel Gurte haben wir denn für das MG34? Ich hab noch 15 Millionen. Alter! Ich hab noch
Rechts hier unten. Rechts an, rechts an der Ortschaft auch wieder etwas in der Luft. Versteh dich nicht, wenn du schießt und redest. Das ist echt zu laut, das Kackteil. Irgendwo rechts an der Ortschaft, glaube ich. Tiger hier. Moment mal. Ich habe ihn getroffen. Tiger hört. Wiesel. Das Blend-MG, das muss ja auch ein bisschen scheppern. Ruhe. Z und Infanterie in Nähe. Hauptstraße nach Osten Richtung Stellung 2. Kirche auf Hügel vor. Greift mit anderen Infanteristen diese an. Ihre Aufgabe ist es, uns zu folgen und Westbereich und Nordbereich freizuhalten. Komm. Tiger ist aufgenommen. Komm an. Wiesel bestätigt. Wiesel. Ende. Mach mal der 180 mit dem Panzer. Wie gesagt, wir folgen uns dann gleich der Infanterie. Die von uns sein verweist. Und fährt der jetzt Richtung Westen? Oh, da dreht er schon wieder um. Ja, Fehler erkannt, wa? Ich fährt da Richtung Süden weg. Oh, oh fuck, mein Life. Oh Gott, über uns Flugzeug! Fuck, bist du okay? Ich bin okay. Deine Panik hat mich gerettet. Wo ist der? Schon wieder weg? Ja, kam direkt vor uns an. Ist jetzt direkt über uns. Jagd? Ja, wir kommen fürs Erste. Wir kommen ja gerade nicht ordentlich weg. Infanterie ist gerade auf unsere Deckung angewiesen. Ah, die schießen mit dem Karabiner auf das Flugzeug, so egal. YOLO! Der guckt in die falsche Richtung. Ja, fällt ihm vielleicht. Vielleicht ist es die Rücksicherung. Vielleicht fällt ihm auch irgendwann mal auf. Außer der haut jetzt gleich Richtung Süden ab. Also, wenn sie jetzt Richtung Süden vorrücken mit der Infanterie, dann fällt ich vom Glauben. Panzer mal 20 vor. Hat mir etwas voraus. Hab ich schon gesehen. Wie es aussieht, wollen die südlichere Landstraße benutzen für Ziel 2. Wir bleiben jetzt aber hier drauf. Das Haus, das du vorher bekämpft hast, ist gerade jetzt das Ziel der Infanterie. Panzer langsam vorwärts marsch. Der ganze Sektor rechts von uns sollte eigentlich feindfrei sein. Links könnte noch was auftauchen, da schreie ich aber noch genug.
Das NDM kommt noch Meilen hinter uns, ist bei diesem Angriff. Tiger, hier Wiesel, 3-0, komm. Tiger, was? Ja, wir beginnen in 30 Sekunden Angriff auf Kirche, auf Berg von Süden, Südwesten aus. Komm. Angriff von Süden, Südwesten aus, so verstanden, haben Front vom Hügel soweit in Sicht. Kommen. Ja, bestätigt, eventuell, wenn möglich oder nötig, dann nochmal mit MG zudecken. Wenn nicht, halten Sie uns definitiv den Westen und Nordwesten frei. Schauen Sie, dass Sie eventuell auch Hauptstraße sichern können, für eventuelle Nachschubtruppen vom Feind kommen. Na, so aufgenommen, von aktueller Position alles möglich. Kommen. Wunderbar. Ich habe gehört, das ist eine deutsche Position. Gute Arbeit, ich melde mich ab. Ende. Also ich melde mich nicht ab, ich bleibe hier drauf, aber Ende. Er meldet sich ab, er meldet sich erwartet. Doch nicht ab. So, das war für mich ein Hint, um ehrlich zu sein. Panzerwanne mal Richtung 040 ausrichten und Schütze auch Richtung Nordosten sichern. Was da vorne ist die Hauptstraße, die in das Dorf reinführt. Eventuell kommt da Verstärkung nach. Ich halte mein Auge auf den Hügel währenddessen, aber der sieht ja ruhig aus. Ah, der erste Kampf, der rubbelt wieder hinter uns. Ja, das hörst du cool noch, ey. Hobbel, hobbel. Ich würde mich ja echt wohler fühlen, wenn die da hinten mal einen Gang zulegen und ich müsste Infanterie neben dem Panzer ab. Wie sieht's eigentlich mit der Muni aus? Oh, wir haben noch insgesamt 7 Magazine für MG34, 7 Korte. Ich habe gerade Sprenggranate geladen, da haben wir noch 33 Schuss. Ja, leck mich am Arsch und. Was, wie viel? 31? 33. Alter, wir sind ein fahrendes Munilager. Wie viel hatten wir? Das müsste mehr sein. Jetzt in dem dicken angebrochenen habe ich 11, aber ich habe noch 2 Stück von denen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da drin ist. Nee, das sind die anderen Munitionsarten. Das wäre ja richtig Wahnsinn. 34 von der Panzergranate 39 und 8 von der Panzergranate, schätze ich. Ach ja, mehr als genug. Wir haben scheinbar die ganze Munition des Reiches mit. Ja, wir Krieg gewinnen wir alleine. Gott sei Dank haben wir den Panzer noch mitgenommen. Fick das Stuck. Scheiß auf Stuck Life. Stuck Life, hallo. Oh. Tiger, hier Wiesel. Wiesel beginnt jetzt Angriff mit auf Hügel. Ich wiederhole, beginnt jetzt Angriff auf Hügel. Wiesel Ende. Leopard, so verstanden. Blauwal, so verstanden. Interessischer Hasen. Da sind gerade Infanteristen in dem Graben vor uns aufgetaucht. Links. Links. Mittelhoch am Berg. Ein Haufen Infanteristen im Graben. Oh, gib mir eine Gradanzeige. Wenn du nicht weiter drehst, funktioniert das nicht. Jetzt voraus. Noch weiter links einer.
sicher, dass da keiner lebt? Sollte jetzt reichen. Reicht für Frankreich. Da sind die wohl im falschen Moment aus ihrem Graben rausgekrochen. Da war ich jetzt leicht irritiert, dass da auf einmal vier Jungs im Graben standen. So. Auf jeden Fall. Ich glaube, die waren auch leicht irritiert. Wo kommt denn der Panzer da her? Panzer? Nein, Scherz. Okay. Panzer nochmal 10 Grad nach links. Ich habe hier was nicht im Sichtfeld. Warte, war ich schon? Ach, ein fucking Deerstand. Ich dachte schon, dass ich was gesehen hätte. Schade. Okay. Feinde? Das da oben sollten Feinde sein, ja. Ja, mehrere. Setz mal die linke Bunkerwand. Ja, richtig. Wie der Typ da geflogen ist. Wie der geflogen ist, wunderbar. Ah, noch mehr. Ah ja, ich hab's gefunden. Okay. Was denn? Ja. Ja. Was ist das genau? Mahlzeit. Okay. Landet denn der Schuss? Irgendwo weit hinter dem Hügel. Ja, jetzt mal mit den HEs auf. Ich schau mal ganz kurz raus, wie weit unsere Jungs weg sind. Ja, die sind auch rechts. Ich habe eben geschaut. Ja, nee, die laufen jetzt gerade im Südosten. Außerhalb unseres Blickfeldes gerade auf dem Hügel hoch. Alles klar. Gerade noch einen mit der Panzerfaust laufen gesehen. Sprich, wenn der Scrapper aus hochkommt hinter dem Bunker, sind das wahrscheinlich unsere Jungs. Okay. Irgendeine Forze schießt ja gerade auf mich, wo ich draußen war. Konnte nicht ausmachen von wo. Wahrscheinlich irgendwo linksseitig. Also 075 Grad würde ich jetzt mal schätzen. Glock Panzer 042. Ja. Hilfsziel Busch hinter Telegrafenmast. Und? Zwei Stück. Zwei Sherman Panzer erkannt. Shermans? Ah, jetzt fängt's aber an. Weg mit dem Dreck. Scheiße daneben. Also noch. Volltreffer. Gut, Stellungswechsel 20 links. Schmittler? Ja! Hast du den noch erwischt?
Keine Ahnung, ich bin leider gerade in dem Moment losgefahren. Ja, gut so. Wir sind da zu lange auf dem Fleck. Reicht, wir sind hinter der Straße. Keine Sicht mehr auf Panzer. Alles gut, wir legen jetzt mal kurz neu an. Dann suchen wir das Ding wieder und machen es fertig. Wir sind da zu lange auf dem Fleck gewesen. Gut, hier raus, rechts raus. Und hoch. Oder will er nicht? Kommt nicht hoch. Dann rechts vom Zaun. Schütze 45 Grad links. Ja, geht gut so. Scheiße. Das kann doch nicht sein, Mann. Alter, hör doch mal rum, das Ding da oben! Nein, Mann! Boah, wir kriegen die Schellen gleich! Ey, wenn du versuchst, das Rohr auszurichten und dann fährst du gleich so gut, das ist dann wirklich ein bisschen. Ja, du bist aber kein blasser Flakpanzer, also hör mal auf rumzuweinen, so! Wir fahren jetzt hier vorne auf diese, Halbbügel, wenn es okay ist, Herr Kommandant. Du hältst mal kurz vorher an, ich glaube, mal ein bisschen ausschauen. Ich sehe zwei rauffahren, wir haben den erwischt. Ja, schleich dich da jetzt mal langsam hoch. Ah, verstanden. Hochgeschlägt. Tiger, hier Diesel, für Sie zur Formation. Wir haben Hügel erreicht, eigene Kuppel. Jetzt auf Hügel bei Kirche. Tiger so verstanden. Zwei Shermans Richtung 060 bekämpft. Eventuell noch weiterer im Anmarsch kommen. Weitere. Ich bestätige, Shermans so richtig kommen. Wurden als solche identifiziert, konnte sie selbst noch nicht ausmachen. Auf jeden Fall feindliche Panzer kommen. Ja, bestätige, so lange zerstört, alles gut. Wieselende. Stellen den Antrag, dass wir uns rechts auf die Straße stellen. Das wollte ich gerade auch sagen. Versetz dich doch mal 20 Meter nach rechts. Nee, in deine Situation versetze ich mich nicht. Dann müsste ich mich ja von Ralf ansauen lassen. Versetze ich doch mal in meine Situation, ja? Nee, da würde ich mit Panzer vollkosten. Ja, siehst du? Ich sehe schon, wir müssen mal gemeinsam Panzergranatiere machen, dann wird richtig rumgeschrien. Ja, der Puma hat wenigstens hier die. Ja, Marder. Hätte ich ja dann auch noch Spaß. Ah, ich gehe zu, das ist nicht so geil. Wollen wir wieder zurück an die Haltestelle? Ich finde das geil. Nee, wandern weiter rechts, näher zum Hügel. Wiederholen? Wenn dann weiter rechts, näher zum Hügel. Mach ich ja. Ja, dann mach das. Nein, ich meine die erste, sorry. Die erste Stellung vor dem Hügel, das machen wir dann eben weiter. Jo. Ich glaube, hinter uns. Oh, Achtung, Achtung, kannst du halten. Wir haben hinter uns ein mega Loch, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Ah, ja, so ist es aus Richtung. Ja, nevermind, egal. Fahrt mal rum. Ja, 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 ich hab's schon, ich fahr jetzt. Geh schneller, weil ich mal so rumfahre. Aber der Zaun ist weg. Der auch. Wollen wir da jetzt hochfahren eigentlich? Nö. Okay, wir fahren da hoch. Er hat da einen rasiert. Okay, wir fahren da hoch. Gib Gas.